Hallo, wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein neues Video mit dabei, in dem ich dir gerne erklären würde, wie man eine Tangente mit der E-Funktion aufstellt. Sprich, wir haben eine E-Funktion gegeben und einen Punkt gegeben und in diesem Punkt sollen wir die Tangente aufstellen. Und falls dich das ganz interessiert, würde ich sagen, bleibst du jetzt einfach dran und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. So, hier an die Seite, da habe ich dir eigentlich so diese groben Schritte hingeschrieben, die man immer gehen muss, wenn man eine Tangente aufstellen möchte. Manchmal ist es halt nun mal nicht so, dass du einen vollständigen Punkt gegeben hast, sondern nur die x-Koordinate. Wenn das der Fall ist, musst du ich nenne es jetzt mal nullten Schritt, erst einmal das y berechnen. Wie berechnet man das? Setze x in die Ausgangsfunktion ein, rechne das Ganze aus, so kommst du auf die y-Koordinate. Wenn du das dann hast, das heißt, du hast einen vollständigen Punkt und du hast deine Funktion, dann bildest du immer als erstes einmal deine Ableitung. Denn mit der Ableitung berechnest du die Steigung. Du weißt ja vielleicht, dass deine Tangente irgendwie die Form hat y gleich m mal x plus b. Und unser Ziel ist es, dieses m zu bestimmen und dieses b. Manche nennen das auch y gleich m mal x plus n, doch das ändert nichts an diesem ganzen Vorgehen. Erster Schritt ist immer erst die Steigung berechnen. Und die Steigung berechnest du immer, indem du deine Ausgangsfunktion ableitest und dort deine x-Koordinate einsetzt. Und naja, ich möchte jetzt ganz kurz darauf hinweisen, damit du immer genau weißt, okay, was sind jetzt die Voraussetzungen für dieses Video? Du solltest zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall fit sein mit Ableitung der E-Funktion, sprich Produktregel und Kettenregel. Und wenn das nicht der Fall ist, dann mach kurz Stopp hier, nur Stopp. Du kannst gerne zurückkommen. Dann klickst du hier auf dieses i und dort verlinke ich dir genau die Videos, die du brauchst, damit du so eine Funktion ableiten kannst. Falls du darum fit bist, machen wir jetzt einfach mal im Schnelldurchlauf, weil darum geht es ja heute nicht, die Ableitung der E-Funktion. Wir sind also im ersten Schritt. Wir markieren uns kurz die 1, wir wollen das m berechnen. Das heißt, wir müssen das Ganze hier ableiten. Hier siehst du direkt, okay, wir haben eine Produktregel, denn wir haben eine Malrechnung von zwei Funktionen und wir haben hier eine Kettenregel. Zur Kettenregel mit der E-Funktion habe ich dir ja schon ein Trick-Video hochgeladen. Das solltest du dann vielleicht auch gucken. Doch wenn du Produkt und Kettenregel hast, dann schreibst du ja erst einmal die Produktregel auf. Das heißt, du schreibst dir das U auf, vielleicht hier an der Seite einmal oder hier oben die Kettenregel. Wenn man sowas ableitet, ist man bei U' von x mal v von x plus U von x mal v' von x. Das heißt, wir brauchen für diese Regel sowohl U' als auch V' und auch V und auch U. U ist immer das, was vor dem Malzeichen steht, in dem Fall also 3 minus x. Und V ist das, was nach dem Malzeichen steht, also in dem Fall e hoch minus x. Wir brauchen jetzt also U' von x. Das sollte zu dem Zeitpunkt kein Problem sein, denn spätestens, wenn ihr bei der E-Funktion seid, solltest du auf jeden Fall wissen, wie man ganz rationale Funktionen ableitet. Hier, reine Zahl fällt weg, die Ableitung von minus x ist minus 1. V' von x, das heißt, jetzt müssen wir diese E-Funktion hier ableiten. Und da siehst du eine Verkettung. Warum? Woran erkennt man diese Verkettung? Naja, da steht nicht e hoch x, sondern da steht e hoch etwas anderes, also e hoch minus x. Wie funktioniert das? Du leitest die Potenz ab, also die Ableitung von minus x ist minus 1, mal, naja, deine Ausgangsfunktion, also e hoch minus x. Dann haben wir schon mal alles bestimmt, um jetzt f' von x zu bilden. Denn f' von x sagt uns, wir müssen hier über Kreuz mal nehmen, also minus 1 mal e hoch minus x. Dann kommt ein Pluszeichen, und jetzt kommt das u, das heißt andere Diagonale, 3 minus x, um den Klammern setzen. Wenn du jetzt hier irgendwie bei diesen vier Dingern irgendwas mit einem Plus Minus hast dazwischen, setze Klammer, mal minus 1 mal e hoch minus x. Naja, jetzt habe ich hier ein doppeltes Vorzeichen, also setze ich da auch eine Klammer. Und ich persönlich würde es jetzt so nicht stehen lassen, ich würde es ein bisschen vereinfachen, denn dann wären die folgenden Rechenschritte einfach einfacher. Du weißt bei der E-Funktion, dass man die E-Funktion immer ausklammern kann. Das heißt, ich schreibe e hoch minus x in dem Fall vor eine Klammer und überlege mir, was bleibt bei diesem Teil, also alles bei allem, was durch ein Plus und Minus getrennt wird, was bleibt beim ersten Teil übrig? Ich klaue mir also hier dieses e hoch minus x, da bleibt eine minus 1 übrig.
Und wenn ich mir jetzt hier Ero-X klaue, was bleibt da übrig? Genau, plus plus 3 minus x mal minus 1. Also plus 3 minus x mal minus 1, nochmal eine Klammer drum, wegen doppeltem Rechenzeichen. Denn ich habe mir ja nur dieses e hoch x geklaut. Jetzt würde ich es noch weiter vereinfachen, wegen dem Teil hier in der Klammer. Da sind wir bei e hoch minus x. So, dann solltest du, ich gehe jetzt mal ganz kurz zwei Schritte hinaus, weil sonst wird das Ganze zu lang. Hier wird natürlich die minus 1 stehen bleiben. Wir können ja diese Klammer hier hinten auflösen. Da sind wir ja bei Zahl, also Klammer mal Zahl heißt alles in der Klammer mit dieser Zahl mal nehmen. Das heißt, ich muss diese 3 mit dieser Zahl mal nehmen und ich muss das minus x mit dieser Zahl mal nehmen. Und 3 mal minus 1 ist minus 3. Und diese minus 3, die kann ich natürlich mit dieser minus 1 verrechnen. Minus 1 minus 3 ist minus 4. Jetzt kommen wir zum x. Minus x mal minus 1 ist plus x. So, jetzt habe ich also meine erste Ableitung gebildet mit den Regeln, die ich brauchte. Das war wichtig. Wie gesagt, das ist Voraussetzung. Und jetzt kann ich meine x-Koordinate, das heißt die erste Koordinate des Punktes, hier einsetzen. Ich bilde also f' von 0. Das heißt, jedes x wird jetzt durch die 0 ersetzt. Wenn ich das jetzt streng genommen hinschreibe, bin ich bei e hoch minus 0 mal minus 4 plus 0. Und diesen Ausdruck, den muss ich jetzt ausrechnen. Naja, minus 0 ist einfach 0. Eine Zahl, und e ist ja eine Zahl, hoch 0 ist einfach nur 1. Das heißt, was da steht, ist jetzt hier einmal. Und jetzt rechne ich die Klammer aus. Minus 4 plus 0 ist einfach nur minus 4. Einmal minus 4 ist insgesamt minus 4. Und das ist auch schon mein m. Jetzt habe ich also x-Koordinate einsetzen und ausrechnen, klar, habe ich gemacht, sprich, ich kenne mein m. Das kennen wir jetzt, jetzt brauchen wir das b. Im zweiten Schritt werde ich jetzt Folgendes machen. Ich kenne ja jetzt zu diesem Zeitpunkt das m, ich habe es ja gerade ausgerechnet, das hier ist die minus 4. Ich kenne das x, denn ich kenne ja einen Punkt, das ist die 0. Und ich kenne das y, das kenne ich ja auch, weil ich kenne die y-Koordinate des Punktes, das ist die 3. Also wenn ich jetzt für y die 3 einsetzen, für m die minus 4, für x die 0, daraus entsteht eine Gleichung mit noch einer Unbekannte, nämlich mit dem b, und ich kann es ausrechnen. Y ist also 3. Dann geht es weiter mit gleich. Jetzt kommt das m, das ist minus 4. Jetzt kommt das x, also mal 0. Und jetzt kommt dieses plus b. Für b setze ich nichts ein, weil ich es ausrechnen möchte. Jetzt würde ich natürlich sagen, wir machen einmal ganz kurz die Malrechnung. Da sind wir bei 3 ist gleich minus 4 mal 0 ist 0. 0 plus b ist b. Und habe jetzt hier mein b. Das heißt, den zweiten Schritt, den habe ich auch durch. Und im dritten Schritt, wenn ich jetzt m und b kenne, muss ich eigentlich nur noch für m und für b die richtigen Zahlen einsetzen. Das heißt, die Tangente hat die Gleichung y ist gleich, und jetzt kommt das m, also minus 4 mal x, und jetzt kommt das b plus 3. Zack, Ergebnis. Das soll es für heute schon gewesen sein. Wenn du noch weitere Fragen hast oder Wünsche hast, gerne zu E-Funktionen oder zu anderen Themen, dann schreib mir unbedingt einen Kommentar. Du würdest mir übrigens weiterhelfen, wenn du dieses Video irgendwie bewerten würdest, teilen würdest oder mir einfach nur ein Feedback dalassen würdest. Vielleicht hast du die Zeit, ich würde mich freuen, und jetzt wünsche ich dir wie immer viel Erfolg beim Lernen.